Also ich darf einmal sagen, zum Teil haben wir bis zu 10 Hummeln auf einem Lavendelstock oben. Ich hoffe, dass das einigermaßen vernünftig umkommt über das Video. Aber ich glaube, man sieht, dass da einiges los ist. Ja, und so rührt sie sich bis zum letzten Lavendel. Ein paar Schmetterlinge sind auch da. Ein paar Schwebfliegen haben sie her verirrt. Ja, Wahnsinn. Hummeln, 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 soweit das Auge reicht. Am Kugellauch sind sie auch oben. Da haben wir eine Biene und ein Schwebfliegen. Hier eine richtig schräge Fliege. Ja, und ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen, wie es da schwebt. Ja, es ist in dem Fall, darf man glaube ich schon sagen, Lavendel der Insektenmagnet. Cooles Bild, wenn die Lorche ein bisschen zappeln, die zappelnden Drumstick Allium, Allium sphaerocephalon oder sphaerocephalum, ich weiß es nie. Jedenfalls unfassbar, wie schöne heimische Pflanzen wir haben. Man macht sie echt super im Lavendel drinnen. Da haben wir wieder einen Flattermann oder Flatterfrau. Na, schon cool, und vor allem beim Lavendel ist halt die zweite Komponente, die dazu kommt, dass halt gesundheitlich ein unfassbares Wunderding ist, mit den sanftesten Wirkungen. Ja, übrigens, die Karden sind auch fast durch, schon langsam. Und die Hummeln, die mögen so gern. Die mögen es einfach so gern, die Karden. Da haben wir eine oben. Ja. Und gleich auf die nächste zurück. Geht es da weiter. Und cool ist bei den Karden, man sieht das schön, die blüht von der Mitte weg und geht dann nach oben und unten wie so ein Blütenstrohfeuer. Ah, siehst, das trifft sich gut, dass du da landest. Da seht ihr, da ist in der Mitte noch die Blüte und wird sie dann teilen. Ein Kranz wandert nach oben und der andere nach unten. Wilde Karde, die Wurzel, sehr heilkräftig, kann man in Schnaps ansetzen und vorbeugend gegen Borreliose trinken. Allerdings sollte man vielleicht unter einem Wochenverbrauch von 1 Liter bleiben, sonst bringt die was anderes um, nicht die Borreliose. Tut mir leid, ich muss den noch einmal erwischen. Wo ist jetzt? Jetzt geht es auf den Lavendel. Schau, die ist leicht zum Verfolgen, weil es so groß ist. Jetzt sitzt es wieder auf der Karte. Mhm. Ich erwische leider alle nur ihren Hinterteil. Jetzt warten wir, jetzt kommt sicher rum, schau. Jetzt dreht es wieder um. Okay. Aber eigentlich wollte ich euch nur einen kurzen Eindruck geben. Es ist heute der heißeste Tag des Jahres. Das macht sicher auch was aus, was da so viel los ist. Jetzt wird die Nektarabgabe entsprechend gut sein. Und da kriegt man richtig Lust drauf, dass man sich so Lavendelpolsterchen wieder macht. Na, wirklich cool. Übrigens eben die Sorte Hitcote Blue, in dem Fall, falls sich wieder wer fragt, wieso die so kompakt wächst. Die haben wir eben im Shop,
weil ich einfach von der so überzeugt bin. Ist jetzt, naja, weit über 10 Jahre schon alt. Ich hab geglaubt, ich muss das tun. Habe ich wieder Glück gehabt. Ja, da erntet man jetzt eben die richtig superreifen Früchte. Habe ich jetzt Früchte gesagt? Wahnsinn. Das ist echt so, ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig, ich kann nicht filmen und denken. Also man erntet da die ganz reifen Blüten. Ja, da werden eben jetzt die Blüten geerntet fürs Lavendelhydrolat. Das ist echt cool. Nach dem Zähneputzen gurgeln. Wirklich eine super Geschichte, aber auch zum Kochen scheinbar. Wie gesagt, ich bin kein herausragender Koch. Nein, ich bin gar kein Koch. Aber leider, übrigens, leider. Aber man kann halt nicht alles haben. Und mit dem kannst du so vielseitig kochen, mit diesen Lavendelgeschmäcker. Aber hauptsächlich ist es schon wirklich einfach so vielseitig verwendbar. Die kann sich gar nicht trennen. Ha? So, jetzt gehen wir essen. Und dann Hydrolat-Party. Wie funktioniert das? Da ist ein Wasser drin, Markus. Mhm. Dann kommt dieses Sieb drauf. Mhm. Dann der Behälter, wo dann die ganzen Kräuter reinkommen. Also ich habe es getrocknet probiert und mit frischen Blüten. Und ich finde, dass mit frischen Blüten besser wird. Obwohl man oft liest, dass mit getrockneten Blüten gemacht wird. Da gurgelt es daher, unser Hydrolat. Schön gemütlich. Na, ist schon super. Wir haben ja einen Burm, der hat, kann man schon sagen, ganz schön stark Neurodermitis. Der ist jetzt mit ein paar Kumpels nach Slowenien gefahren, an die Küste, baden. Ist eben super für die Haut, aber für solche Sachen ist dieses Lavendelhydrolat eben auch nicht schlecht. Aber in dem Fall tue das innerlich anwenden. Man, er trinkt jetzt nicht das Hydrolat da großschluckerlweise, aber so ein paar so kleine Tropfen kann man zum Beispiel in einen Tee reingeben, vor dem Schlafen gehen, weil es einfach beruhigt, es fährt das System runter. Überhaupt, wenn man so ein bisschen auch nervös ist und gereizt. Und es bringt eben deine ganze Darmflora wieder ein bisschen in Ordnung. Ist gut für die Galle, für den Gallenfluss, also auch innerlich beruhigend und eben allein diese Ausdünstungen vom Lavendel, auch wenn du das nur über die Nasen jetzt aufnimmst, umsonst gab es ja nicht diese berühmten Durchschlafpolster, wo man zum Beispiel auch, kann man einen Hopfen dazu mischen oder Melisse, wenn man das will, und die legt man sich eben bewusst unter den Kopfpolster, um diese Ausdünstungen vom Lavendel zu haben, und das fährt eben an, aber das Hydrolat ist eben besonders konzentriert und man gibt es da noch in ein paar so Tropfen dazu. Aber du kannst das auch äußerlich für ganz viele Sachen anwenden. Schau mal, siehst du, wie wenig Öl da drin ist. Ja, so gut wie. Oder halt, es schwimmt ein kaum, bisschen an der Oberfläche. Aber dann versteht man, wieso so eine Flasche 40 Euro kostet oder 30 Euro. Ich nehme es, ich persönlich nehme es ja sehr gerne nach dem Zähneputzen als Gurgelwasser. Mhm. Ist ja super antibakteriell, überhaupt anti-Insektizid, hat man es früher ja viel hergenommen. Gegen Motten nimmst du das heute noch her, in Kleiderkosten. Ja. Aber auch Lice hat man damit zum Beispiel bekämpft. Also, mhm. Kopfleis. Mhm. Mhm. Ja, und was halt sonst noch überall sind, die Lice. Na, wie genau, weiß ich auch nicht, nachdem ich noch nie Kopfleis gehabt habe. Wahnsinn. Mhm. Das ist heftig, ja. Extrem.
Und du kannst das äußerlich auch so viel anwenden. Du kannst es in ein Badewasser reingeben zum Baden. Ist sehr angenehm für die Haut. Und dann hast du auch wieder diese Düfte. Hauptsächlich oder gern wird es ja hergenommen, wenn du Probleme hast mit der Haut, dass du Akne hast oder sehr fettige Haut, weil es eben so stark antimikrobiell ist und durch das einfach die Haut so gut säubert. Die Zeiten habe ich ja hinter mir oder nie so gehabt zum Glück. Hast du Glück gehabt? Ja, wie immer, Schwein gehabt. Wo du das neu hernehmen kannst, Aftershave zum Beispiel, geht auch gut. Oder wenn die eine Piep-Mücke sticht, das ist eins der wenigen Insekten, die man vielleicht nicht unbedingt im eigenen Garten fördern will, die Stechmücke. Da ist es dann sehr wohltuend, weil es eben erstens einmal das beruhigt und eben auch wieder, wie sagt man da dazu, die Keime und so weiter abtötet, wenn man recht kratzt. Ist das eine super Geschichte? Nein, das taugt uns schon voll, gell? Das Hydrolat machen ist wirklich eine super Sache. Und vor allem jetzt taugt es mir natürlich noch viel mehr, dass wir so viel Lavendel gesetzt haben. Und er darf jetzt wirklich noch ein Zeitchen bleiben. Ich hätte da gern meine Trockenböschung angelegt. Das muss ich vielleicht irgendwie einmal dazwischen ein paar Steine einbauen. Vielleicht fällt mir was ein. Aber es ist wirklich ein Wahnsinn, auch von den Insekten her. Ich bin schon wieder bei den Insekten. Aber in dem Fall hast du halt ein hochpotentes Mittel für die verschiedensten menschlichen Wehwehchen, ohne dass es jetzt aber aggressiv ist. Es ist eben so mild in seiner ganzen Wirkungsweise, der Lavendel. Und mir fällt nichts mehr jetzt. Ja, die Distille, die hat sich für uns zumindest ausgezahlt, weil wir mir eigentlich lange überlegt, weil es natürlich gar nicht mal so günstig ist, so eine Distille, aber es ist cool und mit Lavendel ist halt wirklich lässig, weil du halt diese Inhaltsstoffe dann außer isolierst. Der hat ja scheinbar weit über 200 Inhaltsstoffe, ist eigentlich, kann man sehr gut vergleichen, finde ich, immer mit einer der letzten Sachen, was wir gemacht haben mit diesem Johanniskraut. Das ist ja auch eigentlich, ja, durchaus stark, kann man sagen. Die wenn ich nicht immer aufpasse auf alles, dann geht es schon wieder über. Heute haben wir Zuschauer, weil wir Kindergeburtstag haben. Es ist so witzig. Die brauchen einmal ein paar Lavendeltropfen, glaube ich, zur Beruhigung. Lavendel ist ja ähnlich wie das Johanniskraut auch wirklich die Psyche positiv beeinflussend. Also gerade für die Stimmungshebung nimmt man den ganz gern her. Wenn jemand zur gedämpften Stimmung neigt, dann wäre das durchaus eine Idee, hin und wieder am Lavendel zu schnuppern, weil eben diese Duftstoffe also stark wirksam sind. Und eben, wenn man es trinkt, aber bitte, das ist wirklich nichts, was du literweise saufen sollst, sondern echt so als ganz kleine tröpfchenweise Zugabe zu einem Tee oder so vorm Einschlafen oder in der Früh, bevor es in den tristen Job geht, damit die Stimmung steigt, wäre sowas sicher zum Überlegen. Das sind aber große Hummeln, die da daherkommen. 1, 2, 3, 4, 5 Hummeln. Na, was ist denn hier los? Das ist aber ein Zufall, dass es da bei uns vorbeigeht. Ha? Oh, Moritz, ha? Da muss man aufpassen, gell? Super, bravo. Das ist ganz normal, das ist so ein Hauptweg da bei uns. Das ist immer wieder. Was auch noch cool ist beim Lavendel,
Du kannst die Blüten natürlich. Also man muss immer halt schauen, dass man diesen Zeitpunkt relativ gut erwischt, dass die Blüte gerade richtig voll da ist. Und aus den Blüten selber kann man ja auch einen Tee machen oder dazu mischen zu Tees. Trocknen, einfach brocken, dann trocknen, eher an einen nicht direkt besonnten, gut durchlüfteten Ort. Und dann habt ihr einen super Tee oder eben dazu mischen zu Teemischungen. Wie schauen wir aus? Ha? Wieder wer durch? Ich kann mich gerade nicht lösen vor die tausenden. Heute sind so viele Hummeln, so unglaublich viele Hummeln. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich denken, schon wieder Lavendel, aber jetzt ist eh einmal dann Schluss mit dem Lavendel. Jetzt blüht er dann bald ab. Und dann schauen wir mal, wie es mich wieder gefreut. Nächstes Jahr ist Stein. Das ist dann schon immer eine ganz schöne Action, die alle durchschneiden. Da schneide ich ungefähr, ja eigentlich, ich schneide einen Tag lang. Also nur schneiden und dann noch einen Tag dazwischen das Abgeschnittene entfernen. Aber es zahlt sich schon aus, weil er bleibt eben super kompakt, extrem reichblühend. Und wenn ich nicht schneiden würde, würde es einfach zuwachsen. Dann kannst du erstens nicht mehr reingehen zum Ernten. Das macht ja auch keinen Sinn. Und dann würden diese Kugeln auch verschwinden. Eigentlich ganz ein gutes Timing haben wir heuer erwischt. Kommt man vor, weil die Natternköpfe hier zu sehen, die sind jetzt ziemlich durch. Da ist Ende. Ich werde jetzt zurückschneiden, aber es ist ein Nebenschauplatz. Dann blieben sie nämlich noch einmal durch. Und jetzt ist der Lavendel einfach voll da. Jetzt haben sie richtig fette Nahrung. So übrigens schauen, weil das haben uns auch einige schon gefragt, wie die Pflanzen ausschauen. Das ist immer schwer zu sagen, weil jede Pflanze schaut total anders aus. Aber der Lavendel, der bei uns im Shop ist in dem Fall, würde dann so ausschauen. Recht schön durchwurzelt auch. Sogar schon mit Blüte. Könnte man sich schon einen ganz kleinen Tee machen. Da hat sich vielleicht ausgehen. Das Hydrolat haben wir übrigens auch im Shop drinnen. Ja, der Lavendel ist wirklich eine, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennen soll. Das ist so eine umfassend interessante Pflanze. Aber für heuer, schätze ich einmal, haben wir es einmal mit dem Lavendel. Zumindest was die Beiträge betrifft. Aber es ist mir da wirklich nicht leid um die Zeit, weil es einfach wirklich so eine super Pflanze ist. Und wenn es eh sagt, ich brauche das alles nicht, das ganze Hydrolat. Aha, da schläft wer da unten drin, die Lala. Dann passt es auch, dann sitzt es einfach und ihr habt eine wunderschöne Insektenpflanze, die euch wirklich Hummeln, Bienen, Schmetterlinge anlockt und einfach schön zum Anschauen ist.